Servus, ich bin's euer Stefan und heute geht's um den Passauer Spruchtag. Heute geht es um ein Kapitel des Ortenburger Reformationskonfliktes. Dieser ist bekannt in ganz Europa. Beispielsweise steht er auch in den Schulbüchern nicht nur von Bayern, sondern auch von Slowenien oder Schottland. Heute widmen wir uns einem unbekannten Kapitel, nämlich aus dem Jahre 1561 in Passau. Worum ging es im Ortenburger Reformationskonflikt? Es ging im Reformationskonflikt letztendlich um die Landesherrschaft. War die Grafschaft Ortenburg eigenständig oder war sie Teil Bayerns? Es ging also um alles. Es war ein rechtlicher Streit vor dem Reichskammergericht in Speyer, welcher seit 1549 lief. Ausgelöst wurde er ursprünglich auf die Bitte Graf Christophs auf dem Reichstag 1548 in Augsburg. Damals bat der Graf um eine Steuervergünstigung, denn für ihn waren letztendlich die angesetzten Steuern, die er auf dem Reichstag zu zahlen hatte, letztendlich zu hoch und er bat deswegen um eine Prüfung in den Reichsmatrikeln, das heißt den Einträgen der Steuersätze, ob der Betrag, den er zu zahlen hatte, richtig ist oder nicht. Man solle praktisch die alten Beträge bitte nachsehen. 1538 waren Teile der gräflichen Familie übrigens evangelisch, darunter natürlich auch Graf Christoph. Die Bevölkerung der reichsunmittelbaren Grafschaft war jedoch weiterhin katholisch geblieben. Am 17. Oktober 1563 führte der Sohn des Grafen, Graf Joachim, letztendlich die Reformation in Ortenburg ein, gestützt auf dem Augsburger Reichs- und Religionsfrieden aus dem Jahre 1555. Damit gewann der Konflikt Bayern gegen Ortenburg eine religiöse Komponente. Wie kam es zum Prozess am Reichskammergericht in Speyer? Wie erwähnt, war der Auslöser die Anfrage Graf Christophs um eine Steuervergünstigung oder, frech gesagt, den alten Steuersatz. Herzog Wilhelm IV. Von Bayern erkannte darin nun eine Chance. Er ließ Nachforschungen gezielt anstellen. Und wenige Monate darauf beanspruchte er in dem Jahre 1548 das Recht, der Reichssteuer für Ortenburg zu zahlen. Mit anderen Worten, er beanspruchte Ortenburg als Teil des Herzogtums Bayern. Daraufhin kam es natürlich umgehend zum Protest der gräflichen Familie. Dennoch lud das Gericht in Speyer beide Parteien im Juni 1549 nach Aufforderung Kaiser Karl V. nach Speyer ein. Laut dem Gericht wollten Bayern und Ortenburg beide gemeinsam die Rechte des Reiches schmälern. Ortenburg protestierte dagegen, denn schließlich wollte man einerseits reichsunmittelbar bleiben und man hatte gar keinen Konflikt mit Bayern, zumindest noch nicht. Das Gericht sah dies allerdings anders und begann daraufhin im Juni 1549 einen Prozess. Es fasste allerdings die Ansprüche Bayerns, für Ortenburg die Steuern zu zahlen, und den Wunsch der Ortenburger auf eine Steuerminderung zusammen. Das heißt, die eigentlichen Prozessgegner wurden in eine Klägergemeinschaft zusammengefasst. Dies führte zu einer jahrelangen Verworrenheit vor dem Reichskammergericht in diesem Prozess. Das ist aber eine eigene, umfangreiche Geschichte zu diesem Prozess selbst. Weshalb kam es zum Spruchtag? Jahrelange Verhandlungen führten endlich dazu, dass die Klägergemeinschaft endlich aufgeteilt wurde in Bayern und ortenburgische Belange. Daneben war noch etwas geschehen, nämlich die Gewährung der Steuerminderung für die Grafen. Man hatte in den Reichsmatrikeln nachgesehen, Graf Christoph hatte letztendlich recht. Und nun ging der Prozess vor dem Reichskammergericht tatsächlich um das Hauptthema: die Reichsunmittelbarkeit der Grafschaft Ortenburg. War sie selbstständig oder war sie Teil Bayerns? Während des Prozesses legte Bayern nun Verträge mit dem sogenannten Öffnungsrecht vor, Verträge aus den Jahren 1391 bis 1408. Darin hatten diverse Grafen
zugestanden, im Kriegsfall ihre Burgen den Herzögen von Bayern zu öffnen. Allerdings sind diese Öffnungsrechtsverträge meist entstanden unter großem Druck oder sogar wiederholter Gewalteinwirkung. Graf Georg I. war sogar zeitweise auf Burghausen inhaftiert und erst als er den Vertrag unterschrieb, erlangte er seine Freiheit wieder. Bayern legte diese als Beleg letztendlich vor, dass die Ortenburger inzwischen bayerische Landstände seien und ihre Rechte an der Reichsunmittelbarkeit in jener Zeit an Bayern abgetreten hätten. Graf Joachim, der inzwischen als Familienältester den Prozess mitführte, wollte nun aber auch seine eigenen Quellen vorlegen. Das Gericht gab dem Ansuchen Joachim statt und setzte einen Tag bzw. Spruchtag in Passau am 21. März 1561 an. Wo fand der Spruchtag in Passau statt? Die Verhandlungen fanden damals im sogenannten Lambergpalais statt, also das heutige Lambergpalais. Das ist an der Südwestecke des Passauer Domplatzes. Ehrlich gesagt fand es nicht im heutigen Barockbau statt, sondern natürlich im Vorgängerbau. Es ist bekannt dafür, dass dort 1552 der Passauer Vertrag verhandelt und abgeschlossen wurde. Bis heute erinnert diese Gedenktafel an diesen Vertrag. Der Passauer Vertrag ist deswegen bekannt, weil er die Vorstufe bzw. der Vortrag für den drei Jahre später verabschiedeten Augsburger Reichs- und Religionsfrieden war, der die evangelische Lehre im Reich anerkannte. Im gleichen Gebäude wurde also auch nun zu Ortenburg wenige Jahre später verhandelt. Bereitgestellt wurde dies durch den Passauer Bischof Wolfgang von Klosen. Dieser war ein Freund und auch Verwandter Graf Joachims. Was geschah am Spruchtag? Überraschenderweise erschien die bayerische Seite mit ihren Anwälten in Passau nicht, vielleicht aber auch aus Kalkül. Die kaiserliche Kommission nahm nun in Passau Einsicht in die ortenburgischen Urkunden, die von Ortenburg letztendlich nach Passau gebracht wurden, und fertigten auch Abschriften an. Darunter sahen sich die Kommissare, beispielsweise das Bergregal von 1229 von Kaiser Heinrich für Graf Heinrich I. an, aber auch zum Beispiel die Constitutio per favorem principum von Kaiser Friedrich II., wobei Graf Heinrich I. auch als Zeuge erscheint. Daneben sahen sie sich auch die Belehnungsurkunden seit 1489 an, sowie sämtliche vorliegenden Einladungen und Mandate der Könige und Kaiser, die an die Reichsstände ausgeschickt wurden und sich im Besitz der gräflichen Familie damals befanden. Die Entscheidung für die Kommissare war letztendlich tatsächlich recht klar für den Prozess und dies wurde scheinbar auch schon dem Ortenburger Grafen signalisiert. Aber Bayern wollte letztendlich den Spruchtag rasch für ungültig erklären, denn so die Begründung, es ist eine zu späte Beweisaufnahme für den Prozess. Dies führte wiederum zu jahrelangen Verzögerungen im Prozess um die Ortenburger Reichsunmittelbarkeit. Am 20. September 1563 entschied jedoch das Reichskammergericht in Speyer, dass der Spruchtag in Passau von 1561 und die eingesehenen Beweise gültig wären. Obwohl Bayern nun wusste, sie würden den Prozess letztendlich sicher verlieren, versuchten sie jahrelang alles zu tun, um das Ergebnis und den Prozess zu verzögern. Joachim wusste im Juni 1563 aber schon von der bevorstehenden Entscheidung zum Passauer Spruchtag. Er suchte umgehend einen evangelischen Prediger für seine Grafschaft. Und dieser, Dr. Johann Friedrich Zöllestin, war schon vor dem Gerichtsentscheid letztendlich in Ortenburg anwesend. Am 17. Oktober, also wenige Wochen nach der Entscheidung von Speyer, wurde in Ortenburg der erste evangelische Gottesdienst in der Marktkirche gefeiert und am 25. Oktober mit dem Mandat 1563 die Reformation offiziell eingeführt.
Das ist nicht nur ein mutiger Schritt, sondern letztendlich eigentlich ein knallhartes, klares Kalkül des Ortenburger Grafen. Denn er wusste nun mit Gewissheit, auch obwohl der Prozess noch lief, er ist der Landesherr über Ortenburg. Am 4. März 1573 sollte letztendlich das finale Urteil über diesen Konflikt gefällt werden in Speyer. Und zwar, dass Ortenburg eine reichsunmittelbare Grafschaft sei, der Graf damit Reichsstand sei und Bayern in dieser Frage soll ewig schweigen. So viel zum heutigen Thema, dem Passauer Spruchtag, einem der wichtigsten Ereignisse für die Ortenburger Reformationsgeschichte in diesem Sinne und auch für die Reichsunmittelbarkeit Ortenburgs. Denn ohne diese Einsichtnahme in die historischen Dokumente hätte Joachim den Prozess niemals gewinnen können. So viel für heute. Bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.